Hallo an alle, Grüße. Danke, dass Sie gekommen sind. Als Ärztin und junges SciHome-Mitglied begrüße ich euch alle. Warum sind wir hier? Wegen dem Eisen. Ja, und um die Diskussion endgültig auf den Tisch zu bringen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Frauengesundheit und Eisen. In einer Welt, wo es noch Frauen gibt, die wie Aussätzige behandelt werden wegen ihrer Menstruation und wo Millionen von Frauen keinen Zugang zu Binden und Tampons haben, hätte die Schweiz die Gelegenheit, international ein außerordentlich wichtiges Signal zu geben, nämlich Frauen in Sachen Eisen trotz Menstruation den Männern gleichzustellen. Derjenige, der den Stellenwert der Menses in diesem Kontext leugnet, lebt wohl auf einem anderen Planeten. Denn es ist nicht zufällig, dass die Ferritinwerte der Frauen nach der Menopause sich langsam den Normwerten der Männer angleichen. Außerdem ist es bekannt, dass sowohl Kinder im Wachstumssport als auch Herzinsuffizienzpatienten deutlich von Eiseninfusionstherapie profitieren. Von uns Frauen wird erwartet, in jeder Lebenslage gute Leistungen zu erbringen. Sei es im Studium, im Berufsleben oder im privaten Leben. Nur mit der klaren Botschaft, dass wenn wir Gleichheit mit den Männern erreichen wollen, wir deutlich besser sein müssen als sie. Auf ähnliche Art und Weise will man uns weismachen, übrigens ohne wissenschaftliche Beweisführung, dass unsere weiblichen Zellen für ihr normales Funktionieren weniger Eisen bräuchten als die männlichen. Um Zahlen zu nennen, wir sprechen hier über einen 7- bis 10-mal geringeren Ferritinwert. Wen wundert's, dass sich unsere Leistungsfähigkeit manchmal nicht auf dem Niveau der Männer befindet, da man unsere Ärzte im Unwissen hält über unseren tatsächlichen Eisenbedarf und wir folglich immer im defizitären Bereich gehalten werden. Da wird Ungleichheit mit sogenannten Normalwerten, die keine sind, in Stein gemeißelt. Diese werden nicht nur hier in der Schweiz herumgeboten, sondern sind weit verbreitet. Und wir reden hier vom internationalen Niveau. Durch Autoritäten im Gesundheitswesen wie die WHO. Mit ihrem Hauptsitz sogar hier in die schöne Schweiz. Die sich wagen, solche Werte wie 15 Nanogramm pro Milliliter als Normwerte für Frauen zu deklarieren. Während Männer zwischen 100 und 200 haben dürfen. Wie kam man überhaupt auf solch absurd niedrige Normalwerte? Kann man sich fragen. Nur durch fachliche Unkenntnis. Anämie ist das Endstadium eines gravierenden Eisenmangels, in dem sogar ein Mangel an roten Blutkörperchen auftritt. Aber es gibt im Eisenmangel Vorstadien von einer Anämie, in welchem die Symptome des Eisenmangelsyndroms auftreten. Die sogenannten Normwerte wurden aus einem Kollektiv von Frauen, die ohne Anämie gefunden. Man hat sich jedoch in keinster Weise interessiert, ob die Frauen in diesem Kollektiv an Symptomen des Eisenmangelsyndroms litten. Und nun werden diese sogenannten Normwerte gegen uns Frauen eingesetzt, ohne wissenschaftliche Beweisführung, dass unsere Zellen weniger Eisen benötigen würden als die männlichen. Schön. Herr Bundesrat Berset, in alledem haben Sie 2015 vom BAG verlangt, eine Untersuchung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Eiseninfusionstherapie zu starten, welche doch so viele Frauen in ihrem Problem mit dem Eisenmangel unterstützt. Offensichtlich wollen Sie den Zugang zu dieser Behandlung massiv reduzieren, indem Sie die Kassendeckung einschränken, da laut Ihren Beratern diese Behandlung einfach nicht wirksam sei. Sehr geehrter Herr Bundesrat, Sie wissen wie wir, dass die placebo-kontrollierte Doppelblindstudie, welche den Beweis der Wirksamkeit und den der Wirtschaftlichkeit ebenso erbringen könnte, immer noch nicht gemacht wurde. Sie wissen ebenso, dass die Durchführung einer solchen Studie in der Schweiz großen Hindernissen gegenüberstehen wird.
da die Frauen, welche einen dringenden Eisenbedarf haben, nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, in den Placeboarm der Studie zu fallen. Somit wird die Aussagekraft einer solchen Studie, die dann nur fast gesunde Frauen einschließt, hinfällig. Es stimmt, wir Frauen hier in der Schweiz wissen, was wir brauchen. Aber Ihr Departement zeigt dazu keinerlei Interesse. Auch wenn es klare Hinweise dafür gibt, dass diese Behandlung effizient ist. Zudem sollte man erwähnen, dass die orale Eisentherapie oft ungenügend ist, um klinische Verbesserungen zu erreichen und häufig mit etlichen Nebenwirkungen verbunden ist. Ihre Berater im BAG erlauben sich hingegen tendenziöse, wissenschaftlich nicht bewiesene Stellungnahmen zu veröffentlichen, welche aussagen, dass die orale Eisentherapie der IV-Eisenbehandlung ebenbürtig sei, was erfahrungsgemäß nur bei einem ganz kleinen Anteil von Patientinnen zutreffend ist, den Großteil der Patientinnen jedoch draußen im Regen stehen lässt. Ohne Schirm nebenbei. Das BAG hat bisher klar gezeigt, dass es unmöglich ist, auf wissenschaftlich korrekte Weise die Wirksamkeit der Eisenbehandlung zu beurteilen, ohne dass es eine Studie mit statistischer Relevanz vorhanden wäre. Nun will man uns in diesem unglaublich reichen Land weismachen, dass aus Kostenüberlegungen die Eisentherapie nicht finanzierbar sei. Man biegt deshalb die Dinge pseudowissenschaftlich zurecht und erlaubt sich sogar nur noch den ökonomischen Teilaspekt einer seit Jahren etablierten Therapie zu betrachten und den Aspekt der Wirksamkeit einfach beiseite zu lassen. Sehr geehrte Damen Bundesrätinnen und sehr geehrte Herren Bundesräte, hoffentlich hören die mir zu. Heißt dies Sozialpolitik? Das Gesundheitssystem der Schweiz hat früher einmal zu den besten der Welt gehört. Früher mal, nicht mehr. Und jetzt sollen wir akzeptieren, dass man in diesem wunderschönen Land mit unglaublichen finanziellen Ressourcen Einsparungen auf dem Rücken der Frauen erzeugen will. Diese Tatsache ist weder entschuldbar, noch wird es in unserer Bevölkerung oder jener anderer Länder unbemerkt bleiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.